Was geht ab, Leute? Mein Name ist Riders Chaos oder auch Jonas, je nachdem, was euch besser gefällt. Es freut mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt zu diesem neuen Video. Heute ist es soweit, dass die Motocross-Saison 2022 so langsam anfängt, denn ich habe mein Motorrad jetzt ungefähr anderthalb Jahre und das Ganze wurde noch nie so richtig gewartet, außer halt Ölwechsel oder so. Das bedeutet, dass das Fahrwerk, der Kolben und so weiter mal durchgecheckt werden sollte und das machen wir. Allerdings wissen die meisten von euch, dass ich absolut keinen blassen Schimmer von dieser Thematik habe, aber dafür kenne ich glücklicherweise zwei, die definitiv Plan davon haben. Damit meine ich natürlich Julius und Thomas. Die beiden werden mir nämlich dabei helfen. Sie haben mir angeboten, dass ich das Motorrad rumkriegen kann und dann werden wir das einfach auseinandernehmen und dann mal durchschauen, was denn neu gemacht werden muss. Da ich an dem Tag am Anfang leider nicht allzu viel gefilmt habe, kommt hier nochmal eine kurze Erklärung. Ich bin runter in den Garten gegangen und wollte das Motorrad einladen. Ich hatte auch so ein bisschen Zeitdruck, weil ich wollte halt eigentlich mit Julius relativ früh anfangen. Deswegen habe ich mich dann auch ein Stück weit beeilen müssen und bin dann zu Julius seinem Lager gefahren. Was sonst noch so passiert ist, sollte sich dann allerdings von selbst erklären. Also, auf geht's. Ich habe jetzt schon angefangen, das Ganze einzuladen. Ich habe eventuell vergessen, dass ich ja eigentlich hier aufnehmen möchte. Deswegen sind jetzt nicht so viele Aufnahmen hier entstanden. Auf jeden Fall mache ich das Ganze jetzt noch fertig. Dann geht's schon zu Julius und bin ich gespannt, was denn heute hierbei rauskommt. Also, auf geht's. Moinsen. Hi. Ich bin noch gar nicht darauf vorbereitet, dass jetzt hier YouTube... Meinst du? Ist heute nicht so dein Samstags-Outfit. Mein Samstags-Outfit. Geht's los? Geht los. Geht los. So, Jonas, was machen wir denn heute? Heute, habe ich ja schon angekündigt, steht an, das Motorrad in Schuss zu bringen. Jedenfalls ist das die Theorie. Ich bin gespannt, was draus wird. Ich habe ein bisschen Angst, dass ganz viele Kosten entstehen werden, weil heute ist eigentlich nur angesagt, alles auseinandernehmen und dann gucken, was neu gemacht werden muss. Ich hoffe nicht allzu viel. Ich hoffe auch nicht. Wir haben letzte Woche schon mal einen Plan gemacht, so ein bisschen aufgeschrieben, was auf jeden Fall sicher ist. Sowas wie, keine Ahnung, Öl oder sowas, was ich noch neu kaufen muss oder beziehungsweise Kette und sowas muss alles gemacht werden. Der Reifen ist noch komplett Katastrophe, aber da habe ich auf jeden Fall schon einen neuen. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Wir werden das Ganze jetzt auseinandernehmen. Bin gespannt, wie ich das Ganze überhaupt verpacke, weil wir werden bestimmt nicht allzu viel reden. Schauen wir mal. Also dann, Abfahrt. Wie ihr seht, als allererstes haben wir das Plastik abgemacht und anschließend mussten dann noch ein paar andere Bauteile abgemacht werden. Nachdem wir den Part abgeschlossen haben, ist uns aufgefallen, wir könnten eigentlich schon ein, zwei Sachen fertig machen. Zum Beispiel den Reifen und das Kettenrad und das habe ich dann aber noch zu Hause holen müssen. Deswegen bin ich erstmal nochmal nach Hause gefahren und in der Zeit haben Thomas und Julius schon mal die Umlenkung fertig gemacht. Da gab es auf jeden Fall auch einiges an Handlungsbedarf, wurde mir im Nachhinein erzählt. Aber Julius hat dann auch zwischenzeitlich einfach mal was aufgenommen, was ich dann im Schnitt gerade erst gesehen habe. Deswegen zeige ich euch das einfach mal. So, jetzt melde ich mich mal kurz zurück. Jonas holt jetzt gerade noch ein paar Sachen und wir haben dann eine kleine Challenge für dich, Jonas. Du kriegst neue Handschuhe an. Falls du dich noch an die Ungarn-Vorbereitung erinnern kannst, haben wir ja zusammen schon mal einen Reifen gedreht. Und heute musst du ihn komplett alleine wechseln. Klar, helfen wir dir, aber du musst auch mal lernen. Also Papa wird dich begleiten und du musst nachwechseln. Also ihr wisst jetzt Bescheid, ich wusste zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall noch nichts davon, bin dann angekommen und war sehr überrascht darüber. Bin auf jeden Fall nicht unbedingt erfreut, die ein oder anderen erinnern sich vielleicht an das Ungarn-Vorbereitungsvideo, dort haben wir den Reifen ja schon mal gedreht, also mussten den auch schon mal runter machen und das lief nicht ganz so gut. Aus diesem Grund war die Freude eher begrenzt, aber ich bin dann auf jeden Fall wieder angekommen und dann ging es weiter. So, Jonas ist jetzt wieder angekommen, ja. Wir haben jetzt seine Aufgabe erklärt. Also was macht er jetzt? Versuchen heute mal einen Reifen zu wechseln, nicht mir, sondern der Jonas. Das war jetzt sehr überraschend, muss ich wirklich zugeben. Also als erstes, Jonas, müssen wir die Luft drunter machen. Macht Sinn. Jetzt müssen wir das Ventil rausmachen. Ach, das können wir auch rausdrehen. Ich bin Requisite. Steckst du jetzt rein, jetzt drehen wir das Ventil raus. Ich nehme das mal. Jetzt machen wir einen Reifenspanner locker. Stark. Ah. Seitdem das Deutsche Reich besteht, wird jede Schraube rechts gedreht. Genau. Das Gericht ist zu toggle hier, was wir jetzt machen. How to change a tire. Kurz bevor es abfällt, lassen wir es dran. Ah. Jetzt müssen wir erstmal den Reifen der Felge ins Tiefbett reindrücken, ne? Also so und einmal komplett, bis er richtig schön runter ist. Jawohl. Ja, ist auch schon unten. Okay, machen wir dasselbe auf der Seite. Ich bin weiß. Stark. Ist das noch der erste Reifen gewesen? Ja, ist es. Krass. 45 Stunden mit dem ersten Reifen. Von wem ist der? Dunlop, oder? Kann man mal ein Kompliment raushauen. So, wenn man jetzt einen Reifen demontiert, wo fängt man da an? Am Ventil oder gegen Ventil? Was heißt ein Gegenventil? Entgegengesetzt vom Ventil beim Demontieren oder am Ventil? Eine Million Euro Frage jetzt. Ja, wahrscheinlich entgegengesetzt. Nee, am Ventil. Ach komm, das ist jedes Mal, das war beim letzten Mal schon so. Weil wenn du den drüber heben willst, muss der hier komplett ins Tiefbett rein. Das heißt, setzt jetzt mal hier deine drei Hebel an. Meine drei. Einmal, zweimal und den machen wir auch noch. So, du stellst dich jetzt so hin. Wichtig ist, dass der, wenn du den jetzt drüber hebeln willst, müsste er hier erstmal ganz runter. Und jetzt nimmst du einen Hebel und fängst mit einem Hebel an zu ziehen. Okay, immer weiter drücken. Können wir den hier unter die Scheibe klemmen? Achtung. So, jetzt nimmst du den zweiten Hebel. Gut, jetzt haben wir gewonnen. Jetzt haben wir uns bloß einen Hebel. So. So, jetzt nehmen wir erstmal einen Schlauch raus. Super. Was sagst du zum Praktikanten? Wird. Wird so? Wir arbeiten dran. Stell mal ein. Alles klar.
Dann stellen wir noch ein bisschen. Da ruhig bitte drauf. So, jetzt stellen wir uns den hin. Warum haben wir das jetzt gemacht? Ja, dass wir halt sehen, ob unsere Stochen am Ende montieren. Sehr gut. Drehen wir uns das Rad mal rum. Jetzt kommt die feine Aufgabe. Jetzt darfst du als erstes mal den hier runter. Ich drück den und du dann die andere runter. Und jetzt müssen wir mal versuchen. Wirklich hoch. Sieht nach Fortschritt aus. Gut. Okay. Was machen wir denn jetzt? Brechen wir uns die Finger. Jetzt brechen wir uns die Finger? Nee. How to. Wir wechseln jetzt das Ritzel hinten. Okay, und warum? Weil es schon leicht überdehnt ist. Also Ritzel abmachen. Jetzt kannst du umdrehen. Genau. Aber ich muss wirklich zugeben, also der Originale hier, der ist wie Stein. Perfekt. Jetzt nochmal kurz, warum haben wir das jetzt gewechselt? Weil es gewechselt werden musste. Weil Samstag ist und wir nicht vorhaben. Richtig. Also, wir haben hier so Rundungen. Und diese Rundungen sind leider zu krass für die Kette gewesen. Deswegen müssen wir das Ganze wechseln, weil das sonst immer größer wird. Okay. Müssen wir hier die Abstände ein bisschen verringern. Alles klar, sehr gut. Weniger Abstand, mehr Geschwindigkeit. Also mehr Vollgas. Das ist ein klassischer Leitsatz, den führe ich schon seit Jahren. Und nun, hat ja mein Papa uns gesagt, sind die eingeklebt gewesen. Wenn wir die jetzt wieder reinmachen würden, das neue würde es nicht halten. Deswegen Gewinde nachschneiden. Jetzt muss diese Schraube hier drin gedreht werden. So, und das kannst du jetzt mal machen. Dann wirst du sehen, wenn du das so anguckst, kommt dann auf einmal diese Farbe runter. Das habe ich auch schon mal gemacht. Mit dem Cuttermesser habe ich auch versucht, das abzubekommen. Ja, stark. Dafür gibt es Werkzeuge. Aber sieht professionell aus, ja. Naja, das mache ich meistens früh nach dem Aufstehen. Ach so, alles klar. Soll ich mal bei KTM anfragen, ob die nach Mechaniker suchen? Kannst du machen. Ich wollte schon immer mal nach Österreich ziehen. So, jeder Schraube gibt es natürlich noch eine Mutter. Und halt im besten Falle nicht schräg das Ganze rein, weil sonst ist Gewinde im Arsch. Aber wir schneiden doch gerade eins rein. Nachgeschnitten ist alles, neues Ritzel ist drauf. Ich bin sogar so, ich mache jetzt sogar eine Schraubenschraube drauf. Sieht aus wie Mehl. Klaas Kitchen Garagen Edition. So, jetzt müssen wir das natürlich hier drinnen verteilen. Gut, jetzt musst du hier erstmal den Reifenspanner hier wieder reindrücken. Guck, jetzt ist er erstmal angefädelt. Jetzt fangen wir hier an, den von hier aus erstmal drüber zu hebeln. Versuchst du den mal hier zuttel ein Stück, guck. Flupp, jetzt ist er da. Hier richtig reindrücken. Genau. Come on! Zieh! Aber du hältst den so. Gut. Vor der erste Schritt. Was jetzt folgt, ist meine Lieblingsaufgabe. Ventil einfädeln. 5 Euro, wenn ihr das jetzt hinkriegt. 6,5 Stunden später. Also ich weiß gar nicht, wie ich den runterdrücken soll. So, du stellst jetzt hier, Herr Jonas. So, und jetzt greifst du rüber, mit 2 Fingern runterdrücken und mit einem Finger einfädeln. Du zitterst leicht. Das täuscht. Ich krieg das wirklich nicht rein. Okay. Ja. Da kann ich mich ja in Zukunft eigentlich komplett zurücklehnen. Da kannst du jetzt meine Reifen auch mitwechseln. Okay. Guck, wichtig jetzt hier, Ventil gerade und vor allen Dingen auch locker. Das ist immer ganz wichtig, nicht eingeklemmt. Jetzt kommt er. Stark! Das war's. Reingemacht. Das war's. So, wir haben abgeschlossen für heute. Es ist dunkel draußen, dementsprechend reicht's für heute. Aktueller Stand ist jetzt, es sieht aus wie in 1000 Teile zerlegt. Ist es auch gefühlt, jedenfalls für mich. Wir werden jetzt das ganze Fahrwerk wegschicken, beziehungsweise ich. Und dann muss ich noch einige Teile kaufen. Ich habe auch überlegt, vielleicht könnte ich das Ganze dieses Jahr mal angehen, dass ich einfach so eine Liste mache, was ich dieses Jahr an Ausgaben gemacht habe, um dann am Ende des Jahres feststellen zu können, wie viele Euro ich denn eigentlich dieses Jahr so ausgegeben habe. Bin gespannt, ich kann es gar nicht einschätzen. Jetzt bei so einem Service noch dazu wird das auf jeden Fall einiges werden. Ich denke mal, ich werde vielleicht nochmal in einem anderen Video ein Update machen, wenn es dann wirklich fertig ist und ich das Ganze hier wieder mitnehme. Ich danke auf jeden Fall nochmal riesig Julius und seinem Dad. Vielen, vielen Dank. Also ich habe keinen blassen Schimmer davon. Ich kann es nur immer wieder sagen und dementsprechend hätte ich absolut keinen Plan, was ich hier mache. Das war es jetzt aber erstmal für dieses Video. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag. Kommt euch wieder pünktlich um 12 zu einem neuen Video. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Lasst ein Like da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Schreibt einen Kommentar, was ich noch verbessern kann. Und vergesst natürlich nicht die Social Medias. Also dann Leute, wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut und ciao. Wir werden jetzt noch was zum Abendbrot essen und dann werde ich auch nach Hause fahren. Also dann bis zum nächsten Video wahrscheinlich und... Wir spielen dann noch Rommi. Ja genau, wir spielen dann noch Rommi.